Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Berlin Live aus dem Trafo in Berlin Mitte. Drei tolle, spannende Bands haben wir uns auch heute Abend wieder eingeladen und geben Ihnen die Gelegenheit, euch live so richtig zu rocken. Heute Abend sind es drei Bands aus Berlin. Freut euch auf die Hip-Hop-Fraktion von KIZ. Die sphärischen Elektro-Sounds von Planning to Rock. Und zuerst die reaktivierten Elektropunks von Atari Teenage Riot. Are you?
Can I take on?
Da haben sie aber ordentlich vorgelegt, oder? Vielen Dank. Großartig. Dankeschön euch auch. Okay. Andere Bühnen. Die Latte liegt hoch. Aber ich habe erstmal noch ein bisschen Fragen zu fragen. Ich finde es so schön, dass du da auch Lust hast. Das kannst du schon oder brauchst du was zu trinken? Ja, ihr habt euch im letzten Jahr wieder zusammengerauft. Gibt es spektakuläre Gründe, Veränderungen dafür? Oder können wir einfach sagen, ihr seid endlich wieder da? Die Fans eigentlich. Eigentlich wollten wir nur eine Show in London spielen.
Und irgendwie wollten alle, dass wir weitermachen. Deswegen haben wir jetzt weitergemacht. Also. Ja, London, schönes Stichwort. Ihr seid ja enorm international unterwegs. Ne? Also angefangen hat es ja eh schon damals mit einem Plattenvertrag, den ihr gar nicht in Deutschland ergattert habt, sondern in England. Ihr seid total fett in Japan. Ist das da wichtig, dass man aus deutsche Band aus Berlin kommt? Hilft das so ein bisschen? Ja, ob das jetzt hilft, weiß ich nicht. Aber die Leute finden Berlin super als Stadt und finden, dass hier halt eben andere Sachen passieren, die sonst eben nirgendwo auf der Welt passieren. Deswegen weiß ich nicht, ob es für oder gegen uns spricht, aber ich fand es jetzt immer eigentlich gut. Es hat nicht geschadet. Wollen wir es so stehen lassen? Nee. Hoffe ich nicht. Also müssen die Leute selber entscheiden, denke ich. Das Besondere an der Show ist ja, dass ihr gleich auf der Bühne bleibt und euch auch anschaut, wie die anderen beiden Bands spielen. Findest du das generell eine Spitzenidee? Ja. Ja, klar, weil ich sowieso, freust dich drauf. Ich finde immer gut, wenn verschiedene Musikrichtungen präsentiert werden und nicht immer nur alles ein Stil. Deswegen finde ich super. Da haben wir ja, was dich angeht, alles richtig gemacht heute Abend, würde ich sagen. Wenn man jetzt so auf euch und naheliegend vielleicht dann, weil sie auch da sind, KIZ schaut, könnte man irgendwie sagen, ihr seid in ähnlicher Mission unterwegs, wenn auch mit völlig anderen Mitteln? Oder siehst du das null so? Das ist, glaube ich, sehr schwer, alles in einen Topf zu packen. Ich glaube, der Unterschied in Berlin zu anderen Städten ist, dass wir halt eben, jeder, der in Berlin Musik macht, macht sein eigenes individuelles Ding. Und es ist nicht eine Szene, die alle das Gleiche machen. Und das finde ich eigentlich die Stärke daran und nicht, das ist jetzt der Berlin-Sound oder so, weil den irgendwie gibt es den nicht und den gibt es sowieso nie. Also. Nee. Aber der ist auf jeden Fall, was aus Berlin kommt, ist immer anders als das, was aus England kommt zum Beispiel oder Amerika. Ne? Und das ist halt das Gute daran. Und so einen Teil davon versuchen wir heute Abend auch abzubilden. Alec, dank dir erstmal, aber die spielen ja nachher nochmal, keine Sorge. Weiter geht's mit Atari Teenage Riot. Danke euch. We'll be right back.
Ich hol mir ein Taxi. Hol deine Mutter. Ich hol mir ein Mutter. Hol deine Leute. Hol deine Leute. Ich hol mir ein Taxi. Ich hol mir ein Taxi. Hol deine Mutter. Hol deine Mama. Ich hol mir ein Mutter. Ich hol mir ein Taxi, hol deine Mutter, ich hol mir ein Mutter, hol deine Leute, ich hol mir ein Taxi, hol deine Mutter, ich hol mir ein Mutter, herrlich zu sehen, wie die rocken in dieser riesen Betonkathedrale. Ich sage Dankeschön an KIZ, an Atari Teenage Riot, an Planning to Rock, an Gordon Raphael, an alle, die da unten rocken, an euch natürlich zu Hause und sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Berlin Live. Danke!